Dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, willkommen zum offiziellen Conduit Gameplay. Ich zeige euch jetzt die ganzen Fähigkeiten in der Firing Range komplett in Ruhe. Wie gesagt, bei den Livestream-Live-Sessions auf Stormpoint konnte man nichts richtig in Ruhe testen, weil da wirklich die krassesten Spieler wie Gamer Merchant, Tim Provision und einige Pro-Spieler, die wir auch für den Global Series kennen, damit am Start waren, wird einfach nur auseinandergenommen. Du konntest es leider einfach nicht genießen. Es gibt aber noch ein Gameplay, das werde ich euch definitiv zeigen, was total verwirrend und witzig zugleich war. Dazu aber später mehr. Ich möchte euch jetzt erstmal die Fähigkeiten zeigen. Die Passive bestätigt, du kannst dich schneller bewegen, wenn du außerhalb der Reichweite deiner Taktik auf ein Teammate bist. War das verständlich? Leider kann ich euch keine genaue Distanz nennen, aber ich denke mal so um die 30 Meter kann dein Teammate circa weg sein. Dann bist du raus aus der Reichweite. Wenn du dann deine Taktik aktivierst, hat dein Teammate nichts mehr davon. Du läufst schneller, musst aber, und das blende ich euch am besten, wenn ich die Passive erklärt habe, kurz ein und danach erkläre ich die taktische. Du musst auf dein Teammate zulaufen. Du musst den die ganze Zeit im Blick haben und dann lädt das 2-3 Sekunden und ab da läufst du so lange schneller, bis du mit deiner taktischen wieder in der Nähe bist, im Umkreis, so dass du den Teammate theoretisch heilen könntest. Ich blende das jetzt einfach mal ganz kurz ein auf Stormpoint und dann kommt die taktische Fähigkeit. Already inside. First blood. Should have seen that coming. Alternator here. Light ammo here. Calling dips. Alistar here. Mind if I take it? Flatline here. Dibs, everyone's got favorites, and that's mine. Die taktische Fähigkeit, du kannst temporär, das ist ganz wichtig, Teammates heilen. Nicht nur deine Teammates, sondern auch dich selber. Es sind ungefähr 2,5-3 Bar, die du heilen kannst, also ca. 75. Temporär bedeutet, ganz einfach, du heilst. Über 8 Sekunden geht das. 8 Sekunden lang heilt sich das über Zeit voll. Und dann hast du 20 Sekunden Zeit, daraus was zu machen. Sind die 20 Sekunden um, geht die Heilung wieder runter. Du kannst das quasi nutzen, um dich entweder irgendwo in Sicherheit zu begeben, um dich erstmal hoch zu heilen und dann wieder in den Kampf zu gehen. Oder du heilst dich so weit hoch mit deinen Teammates und pusht den Fight, weil es ist so gleichwertig wie eine echte Schildzelle. Aber nach 20 Sekunden wird dir das, was du dann zusätzlich bekommen hast, wieder abgezogen. Das ist aber extrem effektiv. Solltest du kurz unter Beschuss stehen in diesen 8 Sekunden, wo du das hochheilst, gibt es einen kurzen Break. Und nach ungefähr einer Sekunde fängt es wieder an zu heilen. Zeige ich auch am besten jetzt gleich mal hier im Gameplay. Recharging shields. Frag out. Need to recharge my shields. And another squad coming in, and they're not friendly. I'm healing up. Recharging my shield. Grenade! Frag out. Recharging my shield. Und jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit, die extrem
krass ist. Du kriegst manchmal gar nicht mit, wenn du selber in der Feindlichen stehst. Ich zeige euch einfach mal, was passiert. Du stellst tatsächlich 7 Titan-Batterien und zieht euch die Reichweite rein. Es sind circa 100 Meter. 100 fette Meter und circa 60 Meter breit ist dieser ganze Spaß. Ich stelle das jetzt mal. Und es dauert, sobald das aufkommt, jetzt ungefähr 3 Sekunden, bis das wirksam wird. Und jetzt ist es wirksam. Und zieht euch einfach mal rein, was passiert. 10 Schaden über Zeit. Und ich bin überzeugt, das wird über kurz oder lang gehen. Da könnten jetzt 3 feindliche Mates drinnen stehen. Also 3 Gegner stehen da drinnen. Und dann machst du pro Tick eben 30 Damage. Und das ist echt extrem heftig. Ich habe wirklich die interessantesten Dinge im Fight gesehen. Und diese ultimative Fähigkeit, sie ist zerstörbar, sie ist leicht zerstörbar. Wenn du das aber nicht so schnell raffst, ich stand schon in einer feindlichen drin, ohne dass du es richtig geteilt hast, weil das leuchtet rot im feindlichen. Aber die Ticks sind so heftig und das hält 65 Sekunden. Ich kann euch nochmal eben die Cooldown-Zeiten für die verschiedenen Fähigkeiten sagen. Und in der Zeit sippe ich mal hier hoch und habe nämlich was vorbereitet, wo ich euch zeige, wie effektiv das sein kann. Die taktische Cooldown 20 Sekunden, 17 Sekunden mit einem goldenen Helm und die ultimative Cooldown 2 Minuten 30 oder 2 Minuten 5 Sekunden mit goldenem Helm. So, noch irgendwas? Wir gehen mal hier rüber. Zerstörer habe ich gesagt. Achso, ich bin übrigens der Meinung, also Conduit ist eine Support-Legende, seht ihr ja. Meiner Meinung nach ist das aber eine Mischung aus Support-Legende, Movement-Legende durch den Speed-Boost und eine Defense-Legende durch die ultimative Fähigkeit. Jetzt aktiviere ich mal ganz kurz meine Ulti und zieht euch das einfach mal rein. Weil, wenn wir nämlich in einem engen Raum sind irgendwo, kannst du das einfach wunderbar platzieren. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du mit Caustic deine Nox-Fallen irgendwo reinschmeißen. Ich mache einfach mal diesen Moment. Ich muss erst mal suchen, wo ich die Dummies aktiviere. Nicht, dass ich das verpeile. Ich mache die einfach mal komplett jetzt hier hoch. Zack, zack, zack. Full Combat. Und dann knall ich das hier hin. Jetzt fangen die ganzen Dummies nämlich an, mich zu pushen. Zieht euch einfach mal ein, was hier passiert. Die stehen jetzt hier drinnen. Die versuchen hier reinzukommen. Bekommen die ganze Zeit Schaden über Zeit. Ich habe keine Ahnung warum. Jetzt laufen die alle wie die Bekloppten da rein. Die bekommen Damage und die bekommen natürlich auch einen Boost. Also sie werden geslowed. Guckt euch das an, was das für einen Impact hat. Das ist einfach so unvorstellbar. Und Fakt ist, wenn es nicht zerstörbar wäre, wäre es tatsächlich meiner Meinung nach absolut overpowered. Was ich leider im Livestream, als ich das alles testen konnte, nicht so richtig gesehen habe, ob alle Verbindungen stehen müssen. Das weiß ich nicht so genau. Jetzt deaktiviere ich den ganzen Spaß mal wieder. Weil, ihr seht ja selber, wenn ich das jetzt hier droppe, back, wir machen das mal hier hin. Wie gesagt, 100 Meter Reichweite finde ich ultra krank. Du kannst natürlich, wenn du das nicht zerstörst, du kannst locker drüber springen, du kannst drüber zippen, du kannst mit einer Horizon lustige Sachen machen. Und du siehst auch hier ist der schmalste Weg, wo du durchlaufen kannst. Du bist nur kurz gesloat vielleicht und bekommst, oder hier könnte ich sogar drüber springen, ohne dass ich wahrscheinlich was abbekomme. Ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn ich den hier zerstöre, dann stehen die nicht mehr in Verbindung. Ich glaube, die bleiben dann trotzdem für sich einzeln, soweit ich das gesehen habe, stehen. Aber hundertprozentig bin ich da nicht mehr sicher. Aber ihr seht, diese Reichweite ist schon echt enorm. Wenn du das in ein Gebäude schmeißt, wird das richtig witzig. Und wenn du dich nur selber heilen willst, dich davor schützen willst, dass dich Gegner pushen, rennst du schnell in ein Gebäude mit deinem Squad, aktivierst die Ult, knallst die einfach irgendwo rein und die Streuung ist dann so gering, dann kannst du dich erstmal nur heilen, die Gegner hauen entweder ab. Und wenn du das mitten im Gunfight machst in einem Gebäude, ohne dass es schon aufgestellt war, die Gegner sind so verwirrt, weil du erst, das sind 7 solche Teile, die kannst du nicht alle gleichzeitig zerstören. Dann wirst du so heftig geslowt, bekommst ordentlich Damage. Wie gesagt, pro Tick 10 ist schon echt enorm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Season released wird, wird es nur so 4K Damage Plaketten hageln. Und ich bin überzeugt, dass das über kurz oder lang ein Stück weit genervt wird. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Cooldown habe ich euch gezeigt, die taktische habe ich euch gezeigt. Ja.
Ich würde sagen, ich bin so weit durch. Ich glaube, dass die Legende sehr, sehr stark sein wird. OP auf keinen Fall, wie gesagt. Die ultimative Fähigkeit ist Gott sei Dank zerstörbar. Und so, das war's jetzt von mir. Heute gibt es noch ein drittes Video, wenn ihr tagesaktuell das Video seht. Ich zeige euch noch den Battle Pass, ich zeige euch die Care Package Waffe und so weiter und so fort. Bis dahin, vergesst nicht zu abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Haut rein, ciao.